Unser Projekt heißt Krebscheck 24. Wir sind eine Gruppe von 4 Leuten. Paula, Lydia, Theresa und Luisa. Okay, also was wir uns überlegt hatten, war, dass Krebs ja ein sehr großes Thema ist, dass darüber viel geredet wird und man aber trotzdem, dass alles ziemlich undurchsichtig ist, man weiß nicht wirklich, man wird mit Fachbegriffen zugedröhnt, mit Zahlen und man weiß eigentlich nicht wirklich, was das alles ist. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine Webseite erstellen wollen, auf der man Krebsdaten, die wir vorher erfasst haben, filtern kann, wo man zum Beispiel sich angucken kann und verschiedene Datensätze vergleichen kann zu Geschlecht, Bundesland, Jahr, Krebsart. Und da kann man sich sowohl die Krankheits- als auch die Sterberate angucken. Und dazu haben wir auch schon einige Dinge rausgefunden, wenn wir diese Sachen verglichen haben. Was wir herausgefunden haben, ist, dass mehr Männer sterben als Frauen. Die grüne Linie steht für die Männer und die orangene für die Frauen. Außerdem haben wir im nächsten Graph herausgefunden, dass die Erkrankungsrate viel höher ist als die Sterberate, also wie man das da unten sehen kann. Genau. Und dies heißt, dass die Krebsmedizin halt ziemlich schnell vorangetrieben wird. Und in diesem Graphen sieht man, also an der Y-Achse sieht man die verschiedenen Bundesländer. Und hier sieht man, dass zum Beispiel Berlin ganz unten, dass das die niedrigste Anzahl von Erkrankungen hat und zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die höchste. Also wie wir da technisch rangegangen sind, war, dass wir erstmal uns überlegt haben, okay, keiner von uns kann so wirklich viel programmieren, wir können alle ein bisschen Python, aber okay, also wir brauchten erstmal Daten. Dann haben wir erstmal nach einer Open Data Source gesucht. Was wir jetzt gefunden haben, war circa 60 Tabellen, die alle einzeln aufgeführt waren, beziehungsweise wir mussten eigentlich diese Tabellen alle einzeln generieren, die sich alle nicht gesamt anzeigen lassen. Also mussten wir die erstmal alle zusammenführen. Dazu haben wir Excel benutzt, haben die alle zusammengeführt und dann eine Tabelle mit 61.775 Einträgen bekommen. Und dann haben wir Tableau Public benutzt, das Ganze zu analysieren. Und Paula hat sich mit der Software beschäftigt. Ja, ich habe mir überlegt, wie die Website aussehen könnte und mit D3 im JavaScript dann versucht, das zu visualisieren. Aber da ich vorgestern noch nie was in JavaScript gemacht habe, bin ich nicht sonderlich weit gekommen. Das sieht dann einmal so aus für die Grafik von Fonts und einmal so für die andere, die kennen Sie ja eh schon. Und dann habe ich mir noch überlegt, wie eine Website aussehen könnte, wenn sie denn mal fertig wäre. Und da kann man links halt eingeben, welches Alter und welche Diagnose. Man kann auch 2 Diagnosen eingeben, wenn man es vergleichen will, kriegt dann rechts einen Graph und einen Text von Wikipedia. Ja. Ja, wir sind gespannt, wie das doch wird. Vielen Dank erstmal.